Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Mad TV. So, jetzt mal wieder zurück im Studio, in meinem Büro. Mal schauen, es läuft gerade hier Flatliners. Da haben wir erstmal ein Minus gemacht. Warum haben wir hier, was läuft denn auf dem anderen? JFK, na prima. Naja, aber wir haben 3,2 Millionen, heißt, wir bekommen jetzt hier mit der Toblerone-Werbung 40.000 Öcken. Sagen wir 169.000. Okay, gucken, dieser Flatliners, den können wir eventuell auch wieder verkaufen. Programm für morgen steht. Talk for Two, Taxi Driver. Jawohl, jawohl, läuft, läuft, läuft. So, Moment, Uranleit, einmal hier. Uranleit läuft dann morgen aus. Bekomme ich 165.000. Dann kriege ich mit Nobil nochmal 150.000. Super Forni und Hoffmann. So, jetzt haben wir 4,6 Millionen hier. Und jetzt haben wir, was haben wir? Star Wars. Oh, wir haben Star Wars geschlagen. Gut. Okay, wir können ja mal schauen. Muss mir gerade mal erstmal einen Überblick verschaffen. Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich hier gespielt habe. Bringen wir hier mal die neue Werbung. Ich weiß immer nicht, ob es wirklich relevant ist, in welcher Reihenfolge man es hier reinstapelt oder muss es einfach oder ob das einfach nur drin stehen muss. Ich habe keine Ahnung. Wir setzen mal das alte Spielchen hier wieder fort, was wir beim letzten Mal schon hatten, und gucken, ob es die im Trend gibt. Ne, der Mann von den Sternen, das Kino, Quiz, Talg am Teich. Ne, kein Plan. So, und in das Studio kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Ne, kommen wir immer noch nicht rein. Okay. Dann schauen wir mal da oben ins Filmstudio, während die Mutti hier auf dem Sofa sitzt und Flatliner schaut. Naja. Julia Roberts. Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe. Das ist, glaube ich, eine Western-Komödie. Die läuft, glaube ich, immer ganz gut. Hier der Libanon, Night on Earth, naja. Tage des Donners, Good Morning, Babylon, Purple Rose of Cairo, Wasser der Film, Natzdelikatessen. Was wir noch nie gemacht haben, noch nicht gemacht haben, ist hier auf irgendwas geboten. So viel Geld habe ich jetzt aktuell aber auch gerade gar nicht. Nicht mal auf die kleine Kultursendung von der Betty könnte ich hier was bieten. Die gibt es nämlich gerade gar nicht. Star Trek's Next Generation. Oh ja. Okay. Soll es das jetzt gerade mal hier gewesen sein? Jetzt will ich gerade mal in mein Büro schauen. Wenn ja die letzte Stunde jetzt gleich anbricht. Und mal schauen, wie so das Image steht. Also hier unten auf dem Herzbalken hat sich immer noch nichts getan. Wir konnten Betty noch nicht für uns gewinnen. Eilt jetzt aber auch gerade nicht, würde ich sagen. So, jetzt kommt das alte Kathmandu. Mal gucken, ob ich hier auch den zweiten Block von Star Wars mit dieser Kultursendung schlagen kann. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich eher nicht. Hauptsache, ich bekomme mal 2,5 Millionen. Ja, 2,6 Millionen. Geil, Hummer, oder? Nee, habe ich es aber leider nicht geschafft hier, Star Wars. Oh, 12%, 8%. Ist mir völlig Schnuppe. Alte Kathmandu hat gut reingeschlagen. Also gut, dann brauche ich jetzt hier nichts machen. Jetzt wollte ich hier mal auf mein Image schauen. Pass auf. Okay, der heutige Tag sah so aus, dass ich eigentlich immer die beste Sendung hatte, bis auf hier Flatliners und jetzt mit dem alten Kathmandu von TV dementsprechend Scheiße gebaut. Driver, JFK, Star Wars. Okay, der hat nur Filme gebracht heute. Vom Image sieht so aus, dass die Quoten 98% für mich sprechen. Also, nicht, das sind nicht die Quoten, das ist einfach nur das Image. Er hat nur noch 2%, heißt, er könnte also irgendwann rausfliegen. Und wenn er dann rausfliegt, haben wir hier ein lockeres Leben. Dann macht uns nämlich keiner mehr irgendwelche Sendungen streitig oder pipapo. Dann können wir hier in Ruhe arbeiten. Inkart-Anhänger fordern den neuen Nelson Mandela heraus. Brauche ich jetzt nicht mehr bringen, weil es gleich zu Ende ist hier. Okay, was wir eventuell dann noch machen könnten, ist hier 9 Satelliten kaufen. Ich könnte aber auch hier so einen fetten kaufen, der kostet mich aber 4,5 Millionen. Insofern habe ich Schrott nicht. Dann kaufe ich ja lieber irgendwo noch hier so im Mittelamerika hier. Im mittleren Mittelamerika. Nochmal einen Satelliten. Nochmal 4 Millionen. Jetzt kann ich erreiche aktuell 32,9 Millionen Zuschauer. Davon schauen jetzt gerade 2,6 das alte Kathmandu. Naja, ist das nicht so der Burner?
Könnt ihr unten nämlich auch noch Florida erschließen, aber das sind glaube ich nicht so viele Einwohner, dann lieber irgendwie so ein Ballungszentrum hier weiter oben. Mal kicken. Schauen wir mal. Machen wir erstmal Feierabend und gucken, was der morgige Tag bringt. Eventuell muss ich dann eine Show einkaufen. Filme dürfte ich ja eigentlich noch was parat haben. Muss ich mal gucken. Jetzt erstmal finito. Und? Wer habe ich denn jetzt? Warum habe ich jetzt minus 18.000 hier vom Konto? Ey, das ist geil, oder? Ich muss mal schauen, dass ich meine Schulden auch losbekomme. Morgen wird der Sammy für die besten News vergeben. Oh, und jetzt fliegt er raus. Bang. Ja, so viel dazu, wa? Jetzt werde ich immer Flatliners verkaufen. Damit ich hier wenigstens ein bisschen Kohle habe. Der dritte Mann, der einzige Zeuge. Flatliners. Die werde ich jetzt mal eben verkaufen, damit ich wenigstens ein bisschen Kohle habe für den Beginn. Damit ich hier wenigstens Nachrichten mal setzen kann. 37.000, das ist zu viel. Was haben wir hier im Angebot? Phase 4, Billy Bathgate, Dr. Zhivago, Prince. Also das sind Filme, die ich mir eventuell noch kaufen würde, dann später. Die Vögel ist auch ein guter. Hier, Prince ist ein sonstiger, den kann man immer mal bringen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt ist der Typ ja auch rausgeflogen, heißt, wir haben keine Konkurrenz mehr hier im Senderhaus. Wir können uns jetzt also voll und ganz auf uns konzentrieren. Ist natürlich auch immer schön, wenn jetzt wenn jetzt hier so eine Warnung kommt von wegen Bombenangriff auf die Botschaft geplant. Dann können wir uns schön die Sachen so zurechtlegen, wie wir sie brauchen. Auch ist der Aufzug jetzt immer da vor Ort, wo wir ihn brauchen, weil er immer da. Naja. Reden Sie mit, wurde fertiggestellt. Das ist im Archiv. Jawohl. Noch was? Nee. Nee. Ups. Ah, Okay, machen wir auf. So. Heute kommt praktisch erstmal jetzt ein bisschen Kultur. Die Götterwelt von Bali. Dann kommt Talk for Two und morgen kommt Taxi Driver. Was ist aber noch was? Ja. So, morgen. Ach nee, kann das sein, dass sie das fängt wieder von vorne an? Ja, fängt sie wieder von vorne an. So, pass auf, jetzt tun wir hier. Reden Sie mit einem Block um 19 Uhr oder später. Ich weiß gerade gar nicht. Ich platziere jetzt einfach mal irgendwas hier. High Noon. Und jetzt ist noch ein Dreierblock irgendwas. Ein Dreierblock irgendwas hier. Meuterei auf der Bounty. Ja, Monumentalfilm. Hoffmann muss ich fertig machen und super funny. Super funny. 1 Million bis morgen Abend. Die 2,5 schaffe ich hier gar nicht. Muss ich mal sowas machen hier. Ist nicht doof. Jetzt dachte ich, kriege ich gleich ein bisschen Kohle hier. Aber da ich nur 2,3 Millionen habe, schaffe ich das gar nicht hier. Naja, okay. Dann mache ich jetzt halt einen Super Furny Block. So, Super Furny, Super Furny und ein Super Furny. Da kriege ich 150.000 bis morgen Abend. Und Hoffmann muss hier fertig laufen. Okay, dann habe ich hier noch ein bisschen Platz. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich vielleicht was Besseres noch habe. Flashdance? Nee. Lastrada. Habe ich einen Actionfilm, den ich bringen könnte, aber wir bringen heute auch schon Action. Wir wollen hier auch ein bisschen gute Unterhaltung bringen und nicht jeden Tag dasselbe. Auch wenn jeden Tag dasselbe wahrscheinlich funktionieren würde. Sonstiges. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir können jetzt mal hier wieder Heinz Sielmann bringen. Meine Lieblingsfolge, das Meerschweinchen. Okay, Talk for Two und dann kommt Taxi Driver. Wir brauchen Werbung. Schauen wir mal. Jetzt könnte man fast auch die Geschwindigkeit ein bisschen schneller stellen. Aber gut, jetzt lassen wir es erstmal so. Und schauen erstmal.